Moin, moin, liebe Filmfreunde, ich bin's wieder, euer Alex. Ja, und heute gibt's mal wieder ein Review und zwar zu Scalps. Der ist ja vor einiger Zeit hier im Mediabook erschienen und ja, ich habe ihn inzwischen auch geguckt und ich war echt gespannt, wie er ist. Und möchte euch jetzt natürlich gerne sagen, wie er mir gefallen hat. Also, auf geht's. Ja, Scalps ist auf jeden Fall, wie man es erahnen kann, ein Western. Und ja, schon sehr, sehr später Western, denn die Hochzeit der Western, gerade der Italo-Western, war ja in den 60ern und 70ern. Und der hier, wirklich, hier steht jetzt 1986, woanders oder als 87 ja, geführt. Man merkt schon, ein bisschen sehr spätes Werk des Ganzen, des Genres. Ne, also lange nach der Hochzeit. Ja, und dann auch noch inszeniert von Claudio Fragasso. Und hier steht Werner Nox. Da verbirgt sich meines Wissens Bruno Mattei hinter. Ja, also, ne, kann so ein Spätwestern überhaupt überzeugen? Gucken wir mal. Na, jedenfalls erstmal, worum geht es in Scalps? Ja, wir haben hier Yari, und Yaris Stamm ist kurz nach Ende, oder wird kurz nach Ende des amerikanischen Bürgerkriegs von einem Südstaaten-Colonel, der nicht einsieht, dass man ja verloren hat, überfallen. Und ja, die bringen da ganz viele Leute um, ne, vergewaltigen die Frauen, und ja, Yari überlebt das halt verletzt und sinnt natürlich auf Rache. Ne. Dummerweise muss sie erstmal fliehen und ja, versteckt sich dann bei dem Farmer Matt, der tatsächlich früher in dem Regiment des Colonels, der da so freidreht, ja, gearbeitet hat und aber da gedient hat. Das Ding ist, Matt mag zwar die Indianer nicht sonderlich, weil die für den Tod seiner Frau mitverantwortlich sind, aber er kann seinem ehemaligen Chef auch nicht viel abgewinnen und ja, schlägt sich auf die Seite von Yari, um dann ja Stück für Stück Rache zu üben, beziehungsweise dem bunten Treiben des Colonels ein Ende zu setzen, der halt immer noch, ja, kriegsgeil ist und ja, mit seiner Truppe für einiges an Gewalt sorgt. Nun, ja, man merkt schon, die Handlung recht simpel gehalten und ich bin auch ganz ehrlich, sie bietet wenig, was man nicht in irgendeiner Art und Weise schon mal gesehen hat. Aber muss ja auch immer nicht mal unbedingt schlimm sein, eine simple Rachegeschichte funktioniert ja manchmal auch einfach besser, als wenn man es denn ja zu komplex gestalten möchte. Und ja, gerade ein hohes Maß an Komplexität, da muss man natürlich auch einen dementsprechend guten Drehbuchautor haben. Ja, und für so ein Italo-Werk, das auch ein bisschen exploitativ herkommt, ist es sinnvoll, das Ganze auch ja, kurz, knackig und einfach zu halten. Zumal, und das ist schon mal einer der großen Pluspunkte dieses Films, ja, diese Kombination mit Yari und Matt durchaus sehr, sehr gut funktioniert. Die haben eine gewisse Chemie und es macht auch definitiv Spaß, den beiden zuzugucken, also mir zumindest. Ne, Yari ist, auch wenn sie nicht ganz das Outfit zwangsläufig hat, was hier auf dem Cover ist, ist aber schon mal eine wirklich coole Powerfrau. Und ja, auch wenn die Charakterzeichnung recht simpel ist und wir natürlich ein paar Klischees haben und ihr Spoilerwarnung, natürlich die beiden sich annähern, und auch natürlich nicht mit Klischees gegeizt wird. Unterm Strich funktioniert die Charakterisierung hier aber ganz gut. Und ja, in einem Western mal eine Powerfrau als ja, Mitprotagonistin zu haben, ist schon mal ganz cool. Und ja, auch wie gesagt, auch wenn hier die Indianer natürlich oder die Ureinwohner dargestellt werden, dass sie eine etwas andere Kultur haben, ja, und natürlich auch da Klischees bedient werden, sie werden hier auch ein bisschen differenzierter dargestellt, nicht nur als die bösen Wilden oder die noblen Wilden. Also das ist überraschend gut gelungen für so einen ja, schundigen kleinen Spät-B-Western. Na, da kommen wir natürlich mal kurz zum Thema. Scalps hat auch den Ruf, ein bisschen derber zu sein als einige oder der Standard-Western. Und ja, kann man durchaus sagen, ne, er ist ein bisschen blutiger als, ja, ich sag mal, wie gesagt, das Durchschnittswerk. Aber zumindest in einigen Szenen ist er expliziter. Kommt natürlich nicht an sowas wie Todesmarsch der Bestien ran, der natürlich, was das Thema Western angeht, wirklich schon extremes Kino ist. Mein Scalps ist an ein, zwei Stellen etwas blutiger, aber
auch nicht so splatterig oder brachial, wie man vielleicht auch manchmal denken mag, aufgrund einiger Sachen, was einige Leute erzählen. Ja, vor allem hier haben wir hier in erster Linie zwei wirklich schon recht drastische Szenen. Einmal eine Skalpierung und einmal, ja, wie Matt am Ende so ein Stück weit gefoltert wird. Das hat schon so leichte Anleihen an Rache der Kannibalen. Aber abgesehen von den zwei Szenen ist er halt auch nicht blutiger oder brutaler als die meisten Western. Von daher, ich würde ihn schon noch als normalen Western und nicht als Splatter-Western oder Gore-Western wirklich einordnen. Ne, was manch einen sicherlich enttäuscht, weil er schon den Ruf hat und mit dem exploitativen Cover hier natürlich richtig reinhaut. Und hier hinten sieht man das mit Matt. Ne, man spielt schon ein bisschen drauf an, aber es sind wirklich ein paar wenige Szenen. Und ansonsten haben wir halt eigentlich eher einen relativ normalen Rache-Western. Ja, es ist natürlich immer das Thema bei Bruno Mattei und Claudio Fragasso. Die beiden gelten jetzt nicht unbedingt als große Regisseure. Und das auch zu Recht. Weil es ist natürlich schon, was die Atmosphäre angeht, die Inszenierung angeht und so, schon ein Stück weit günstiger und trashiger als ja, die großen Produktionen oder die richtig bekannten Produktionen wie die viele Django-Filme, Satana und wie sie alle heißen. Da kann der Film nicht mithalten. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber er hat durchaus noch einen gewissen Italo-Charme. Wirklich hier vielleicht eher so des Italo-B-Films der ja, mittleren bis späten 80er als wirklich diesen Italo-Western-Charme. Aber mir hat das ganz gut gefallen. Ne? Also, wie gesagt, ne? Ist kein Meisterwerk, aber ja, manche werden sicherlich auch den Film, weil er halt natürlich recht günstig ist, ich nehme mal hier die Shootouts, das sorgt natürlich auch beim Gewaltgrad so ein bisschen, dass das so ein bisschen runterdrückt. Ja, da ist natürlich Blut, aber es ist nicht sonderlich gut inszeniert und sind wir ganz ehrlich, das ist häufig, oh, Einschüsse und dann ja, sieht man glasklar, das sind keine Einschusswunden oder ähnliches, sondern einfach nur ein bisschen Blut draufgeklatscht und die Kleidung etwas zerfetzt. Muss man mögen, diesen B-Italo-Charme. Man hat an der Stelle vielleicht, auch wenn es ein komplett anderes Genre ist, so ein bisschen eher was von den Riffs-Filmen als Beispiel, ne, als von den wirklich klassischen Italo-Western. Aber trotzdem, wie gesagt, ja, sie kämpft wie ein Mann, doch sie lebt wie eine Frau. trotz des exploitativen Covers, was ich übrigens sehr schön finde von dem Mediabook, allgemein das Design mit dem Bahnhofskino. Ja, aber allgemein, also ja, wirklich ein schön schundiger B-Western, B-Spätwestern, muss man ja auch sagen. Wirklich sehr, sehr Spätwestern. Ne, der zwar ein, zwei fiese Szenen hat, aber sonst Genre-Standard bietet, also für Italo-Western. Und ja, vom Charme und der Atmosphäre fast schon eher ja wirklich Italo-Trash-Action-Kino ist, als wirklich. Ja, richtig klassischer Italo-Western. Aber, wie gesagt, mir hat diese charmante Mischung Spaß gemacht. Zumal, wie gesagt, ich ne, Yari als ja, Powerfrau hier ne, die Rache üben möchte, durchaus auch eine interessante Protagonistin in dem Zusammenhang fand. Oh, sie so empfand. Na, also von daher, solide. Ne? Sicherlich nicht jedermanns Sache, weil man muss schon ein bisschen auf Italo-Trash stehen. Ne, wobei es da natürlich auch noch bessere Klopper gibt und auch was Brutalo-Western angeht, gibt es ja auch Alternativen, die auch inszenatorisch ein bisschen ja, besser sind. Trotzdem fand ich, Scalps ist einer der ja, interessantesten Werke oder interessanteren Werke von Bruno Mattei und Claudio Fragasso. Die haben ja gerade viel diesen Italo-Trash gedreht und ja, das Ganze mal im Western-Gewand, warum nicht? Von daher, wer hier keinen klassischen Top-Italo-Western erwartet, sondern so ein bisschen exploitatives ja, Italo-Trash-Kino, der dürfte hier definitiv auf seine Kosten kommen. Ich meine, das heißt ja auch hier Bahnhofskino. Das ist, glaube ich, wirklich der Film, so ein Film, den man früher in Bahnhofskinos gesehen hätte, wenn es kein Porno ist. Na gut, an der Stelle bin ich dann auch schon durch mit Scalps. Wie gesagt, mir hat er durchaus Spaß gemacht, aber man muss auch schon Fable dafür haben. Und ja, ansonsten, wie immer, haut mir in die Kommentare, wie ihr den Film fandet, wenn ihr ihn gesehen habt. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen und ich muss gleich niesen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Zofrike. Cybertron, hey. Aquiferna in Akuna. Hessen Collector. Chigozo Bazuru. Ega Angura. Movie Bigger.